Leider ist auch dieser wunderbare Abend jetzt zu Ende gegangen. Und wir bitten alle Mitwirkenden jetzt auf die Bühne. Wir zwei, Herold Margret und Rosi Durmeier. Von der Margaretner Feuerwehr. Gerald Friedheim, Gernot Leudl, Stefan Hirzer, Daniel Gungi, Hannes Reichmann, Martin Wagner, Dominik Grindelhofer, Manfred Meister, Manuel Rack und Martin Ladenhaufen. Für die Technik war verantwortlich der Wagner Günther. Manche Feuerwehrleute, die haben schon ihren Einsatz gehabt, die haben schon müssen abrauschen, dafür sind jetzt noch mehr ein paar. Ich glaube, die sind an der Bar beim Löschen. Das Prostata-Trio, Hofer Philipp, Lisa Bauer und Verena Thurmeier. Die Skilehrermusik, Kana Günther, Meier Hati, Hirzer Hannes, Luidl Günther und Brandl Heimo. Die finden schon wieder mal einen Eingang nicht, auch von der Landjugend, bei der Mülltonnen-Gaudi waren dabei Tobias Nast, Philipp Timmet, Felix Braunstein und Jakob Kahner. Wo sind sie? Und beim Fetzenblattler haben mitgewirkt Anja Nast, Michaela Bauer, Martina Nigitz, Romana Nigitz, Hanna Kölbel, Laura Reicht, Natascha Hostnika. Und Uni ist heute krank geworden, die Eva Braunstein ist leider krank geworden, stattdessen ist die Verena Thurmeier eingesprungen. Die Margaretner Marktfrauen, Edith Locker, Silvia Bonstingel, Alexandra Bendl, Renate Bayerl, Rosi Strobel, Elisabeth Voigt und Anneliese Orel. Meine lieben Grenzgänger, Daniel Koller, Stefan Koller, Weigel Victoria, Graf Valentina, Bauer Lisa, Zeiss Ricarda, Zegner Sarah und Hanna Kölbel. Und unsere weithin bekannten Oldies, Dino Hans Hartl, Dino Kulmer, Hans Rogan und Hati Meier. Ein großes und herzliches Danke an alle Männer der Technik. Robert Koller, Stefan Koller war in verschiedenen Bereichen im Einsatz. Sepp Gerstl, Manuel Rack, Martin Ladenhaufen und im Besonderen unser Hallenwart Hans Kölbel. Kamera und Fotografie, Platzer Herbert, Rindler Bernhard, Gregori Otto und Mascha Sepp. Und unsere Bühnenhelfer Hirt Martin und Tauschmann Pascal. Großes Dankeschön an die Dorfgemeinschaft Jawoken, die sich um das leibliche Wohl gekümmert hat und auch weiter noch kümmern wird. Allen voran unsere Hirtorli, die das alles organisiert hat. Dankeschön. Danke an unsere Marktgemeinde St. Margareten, vorausgehend unser beliebter Bürgermeister Herbert Miesl. Mit Kulturreferent Rudi Bonstingel. Sie haben dieser Veranstaltung den Rahmen gegeben und die Werbetrommel gerührt. So, meine Damen und Herren, ich sage nochmal Danke an alle Beteiligten.
Das ist Fasching hier in St. Margarethen. Alles live gesungen, alles live performt. Also wirklich super. Danke noch einmal. Wie gesagt, auch ihr liebes Publikum. Wir haben geplant mit 300, 400 Leuten. Dort sind es 510 Besucher. Dankeschön. Und wie gesagt, noch einmal, der Reinerlös dieser Veranstaltung kommt einem guten Zweck zugute hier in St. Margarethen. Danke. Drei Personen möchte ich ganz kurz noch erwähnen. Drei Personen, die es wirklich ganz besonders verdient haben. Das sind unsere drei Moderatoren. Das ist die Bauer-Emi, der Philipp Hofer und die Rose Durmeier. Dankeschön. Gut, und wie gesagt, ja, wie angekündigt, es geht draußen noch weiter. Die Weinkost ist noch eröffnet, ist noch offen. Die Schank ist offen und ihr seht draußen, es regnet. Also hängt ihr zurück mit dem Auto heimfahren, heute steht sicher keiner. Wir möchten an dieser Stelle noch erwähnen, wer Lust hat bei der nächsten Veranstaltung dieser Art, vielleicht in ein, zwei Jahren dabei zu sein, möge sich bitte beim Rudi oder bei uns drei melden. Wir freuen uns, wenn neue Gruppen dabei sind. Ich glaube, wir haben so viele Ressourcen in Margarethen und in der Umgebung und es ist noch Platz für vieles mehr. Und jetzt laden wir euch noch ein, draußen im Foyer ein bisschen mit uns zu feiern und den Fasching ausklingen zu lassen. Langsam, morgen ist auch noch ein Tag. Zum Abschluss stimmt's noch einmal noch mit uns ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Margrethner Faschingszeit. Für Jung, für Alt und alle Leid. Heut wird gesungen, theatert und spült, sogar in Ton und Blüt. Heute Abend gehen wir saun, mit guter Laune ganz genau. Es wird gefeiert bis spät in die Nacht, bis der Letzte in der letzten Reihe locht. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Margrethner Faschingszeit, für Jung, für Alt und alle Leid. Heute wird es gesungen, theatert und spült, sogar in Ton und Blüt.